Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7D2D. Hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus. Und wenn nicht, auch nicht so tragisch. Die beiden müssen ja mal weg, die stören mich hier, die würden mir sofort auf die Pelle rücken. Habe ich Ohr gestreift, ne? Müssen wir mal einen Sicherheitsschuss machen. Sauer, ne? Ich wäre das auch. Gut, ein Schuss. Fahrrad steht hier. Da. So. Links oder rechts? Rechts vom Haus. Gehen wir hier rein. Müssen wir mal schauen, wo wir hier gut reinkommen. Beziehungsweise, wo wir auch entsprechend flüchten können. Das ist ja nicht äußerst ungünstig. Dann nehmen wir die Haustür, ne? Ja, mal anklopfen. Noch keine Reaktion? Jetzt braucht die Picke. Schauen wir aber nicht. Haha, Fleisch. So. So, lass mal eine Axt. So nach und nach gucken hier. Haben wir keinen geweckt? Der schläft gut tief und fest. So. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Schon wieder hungrig. Oh Mann, bist du auch verfressen? Normalerweise mit dem Schuss müssen wir einige wach geworden sein. Aber hier drin machen wir lieber mit Dings hier, mit Pistole. So. Deswegen brauche ich die Binde immer so schön. Ich will nicht verbluten, ne? Da war der im Schrank gewesen. Die Saudi. Und der schläft. Jetzt länger. Immer besser. Da geht's zum Keller. Wie gesagt, die Küche nehmen wir ja später an. Weg, weg, weg. Jo. Der hat mir auch schön erschrocken. Das machen wir alles in aller Ruhe. Den räumen wir weg. Ich will ja nicht mehr bei der Flucht irgendwo wehtun, ne? Denn die Gefahr ist ja da. So, erst Keller oder oben? Die Spannung steigt.
Tut mir leid. Schlafen. Für immer, wenn es geht. Eine zweite Küche. Das ist eine heftige. Schuss habe ich. Nachladen. Blattschuss. Nachladen, nachladen. Hauptsache es gibt hier auch. Wie geht's weiter? Da liegt jemand. Krass, voll. Ist die Werkbank. Auto eingeparkt. Wir werden eine schöne Ort suchen, in aller Ruhe. Aber erst mal sehen, dass alles clean ist hier, sauber. Da ist eine Tür. So, das heißt, oben ist noch was zu machen. Sehr heftig. Leute, da Spannung pur. Ich habe keine Wandkiste gefunden. Oh shit, Köter. Oh. Den mal jetzt erlegen. Der macht sich meist wieder aus dem Staub. So, wie geht die Munition so nach hier? Tut mir leid. Bleib liegen. Im Schrank könnte jemand sein. Immer extremer hier. Aber wir können viel holen. Auf jeden Fall. Zwei Räume. Das ist derselbe Raum, okay. Gehen wir in die erste Tür rein. Also ein Hund hier haben, das kann noch mehrere sein, ne? Dann machen wir so. Ja, den wir hier so kriegen. Heftig, heftig. Mit zwei. Das sind zwei oder drei. Das ist der Hammer hier.
So. Boah. Das ist heftig. Scheiße. War eine Sprengfalle. Oder eine Mine. Brauchen wir zu essen. Essen heißt auch Heilung. Auch wenn es Hundefutter ist, egal. Bin nämlich fast tot. Na, da gehen wir gar nicht mehr rein. Hier können wir zum Dach aufgehen, aber gut, mal suchen wir, mal sehen, dass wir hier was finden. Dass wir hier ein bisschen was, hier Klo geben wir nicht bei. Da habe ich schon mal Pech gehabt. Ich denke mal, nach und nach werden wir hier ein bisschen uns die Heilung gießen, genießen. Hier haben wir es. Das nenne ich mal. Erstmal gucken, ob alles clean ist hier. Oh, das war ein Dummwind. Oh, das war Verschwendung. Das war Verschwendung. Tabletten können mich retten. Nehmen wir gleich eine. Dann bei 12 Werten. Wert ist ungünstig, also hier müssen wir mal aber knacken. Das heißt, wir brechen auf. Denn hier ist garantiert was drin, was wir brauchen können. Munition oder dergleichen. Vielleicht eine bessere Waffe. Weiß man's. Können wir brauchen. Level heute noch ein bisschen, mal sehen. Vielleicht habe ich doch was. Ah, gut. Ah. Immer mehr Schutz und immer mehr. Habe ich Kaffee bei? Ich habe Kaffee mit. Zu essen haben wir nicht viel, also. Ich weiß nicht, was gut ist, das haben wir schon mal gehabt. Mit. Was wir gelernt haben im Prinzip, das haben wir dann entsprechend auch. Ich bin hungrig, das kriegt gerade was ich esse. Ohne so eine Küche, zwei Küchen und Kerne und Küche und noch eine Küche. Wenn wir noch eine an der Döschen finden. Ne? Entschuldigung, nur was trinken. Ja, ein zäher Bursche, aber die meisten Häuser haben Waffenschränke oder zumindest so eine Kiste, wo für Waffen drin sein könnten. Ach, bin ich enttäuscht. Nix Waffe. Was hat mich hier? Da muss ich hier aufpassen. Zwei Schuss ist nicht viel.
Das ist ja der Hammer. Aber wir haben nur eine Dose Fleisch, ne? Die können wir gleich mal verputzen. Das macht nämlich 15. Und 7 Heilung. Ja. Das können wir uns erlegen. Aber schauen wir mal, was essbar, ne? Naja, der Bandzeug ist gut. Sagte. Finde mir so enttäuschend, leere Dosen. Blei. Für die Küche ist die Ausbeute eigentlich schlecht. Keine Reaktion. So, mal schauen. Hier gehen wir in den Keller runter. Oh, wieder unten was. Das können wir essen. Das ist eine große Rindfleischproduktion. So. Mal 100 von hinterher. Was soll's, ne? Ich denke mal, für die Tiere, da passen sie strengere Vorschriften als hier für Menschen. Oh, Mais. Bier, wer braucht sowas? Hat hier leider keine Wirkung, ne? Also, ja, besoffen vielleicht ist, ne? Zerlegen wir gleich. Das zerlegen wir auch. Irgendwie ein Mod. Da finden wir raus, wofür. Brauchen wir nicht. Ich habe nicht so Platz. So. Das ist gut. Das ist interessant. Ist ein Holz. Das könnte Munition sein. Der Flieger kommt mir gerade zur rechten Zeit. Dann können wir ja gleich mal gucken,
Nichts zu holen. Kein Messing. Blei ist gut. Hier könnte man herstellen, auch okay. Haben wir mittlerweile, ne? Ja, die Zange haben wir auch schon. Oh, dahinter ist was Interessantes. Wieder überladen, scheiße. Entschuldigung, kein Ausdruck. Oh, da ist auch ein Loch. Hier, mal gucken, was da oben drin ist. Ja, die haben wir gebraucht. Braucht die anders war auch, aber gut, die nehmen wir auch mit. Das jetzt hier Pflasterstein und so Zeug, das ist ich sag mal nicht notwendig. Hier hat sich einer verbarrikadiert und dann hier gestorben. Der Ärmste. Gut, die brauchen nicht unbedingt. Ich dachte, gibt mehr rauszuholen, aber das ist nicht der Fall gewesen. So, schauen wir mal. Gehen wir zum Fahrrad. So. Wir haben alles hier rausgefunden. Hier geht es da draußen sicherlich. Hier haben wir auch schon geguckt. Nichts zu holen. Wir hatten eigentlich alles. Ja, hatten wir, denken wir schon. Stuhl nehmen wir keinen mit. Das ist irgendwo was gut, aber noch nicht für mich. Fernseher, gut, brauchen wir nicht. Stofffetzen. Munition. Hat sich doch noch gelohnt. Fenster. Gut. Gehen wir zum Fahrrad, machen das mal leer und dann machen wir uns mal leer und dann fahren wir Richtung. Schauen wir mal, wo er abgeworfen hat. Oh, unser Fahrrad. Da hinten. XP, ne? Immerhin, ne? Tja, schwer überladen, ne? Schauen wir mal die Sachen, die wir nicht stecken können. Das lerne ich, glaube ich, nicht. So, was können wir nicht stecken? Das brauchen wir. Das Leben können wir schon mal hier lassen. Jackett, Mütze. Denkt man, die brauchen wir nicht, aber gut, man nehmen wir mit. Die haben wir so viel nicht finden. Hier lasse ich auch hier. Das brauchen wir noch. Haben wir noch von zwei. Können wir nicht stecken, nehmen wir weg. Das stecken wir schon. Da werden wir keinen zweiten finden.
Granate. Oh, im Messing haben wir doch Spar gefunden. Taschenlampe. Ja, leere Dosen, ich weiß auch nicht, ja. Das meint auch mal Plunder, brauchen wir mal nicht, das uns belastet. Jetzt schauen wir unseren hier die Richtung. Aha. Das werden wir heute noch machen, wenn es dicht bei ist. Dann werden wir jetzt zurückfahren und dann den Weg nehmen. Was haben wir hinkommen? Nebenbei erkunden wir uns ein bisschen, ne? Geben wir ein bisschen Gas. Da über die nächste Brücke fahren, ne? Also Fahrrad ist schon eine gute Errungenschaft, also das hilft mir besonders viel weiter. So, wollen wir hier mal ganz kurz gucken hier. Wie Messing haben. Naja, gut. Das sollten wir schon gesteckt haben. So. Wir haben wieder Munition. Oh, hier ist, Leute, hier ist Mais. Unsere Nahrungsprobleme sind gelöst. Müssen wir nur noch lernen, wie wir das am besten anwenden, ne? Also, dass wir selber ansehen können. Wir fahren dann mal zur Kiste und dann können wir Mais ernten, kann ich ja auch nochmal eine Arbeit machen. Ne, so mal hier einschlagen. Gut, nicht gerade mit der Axt. Gibt zwei Mais. Vier Mais. Das gibt, glaube ich, nur die Grünen. Und so haben wir schon mal ein bisschen was versorgt, ne? Was wir hinterher was haben müssen, ist gut. Ich muss lernen, irgendwie Mais selber anbauen zu können. Und dann sind wir uns sicher am Ende. So, hier gucken, ein paar Eier da sind hier noch. Ich sag mal nur Federn, aber irgendwann haben wir einen guten Bogen oder einen guten Armbrust und dann können wir entsprechend Munition schon, ne? So, auf zur Kiste. Das ist immer wichtiger. Die Kiste schaffen wir noch und dann haben wir noch Folge geschafft. Hier wäre Blei, zwei Stück sogar. Hier wäre so ein einsames Haus. Aber ein Haus gehen wir heute nicht rein. Dazu sind wir etwas überladen. Müssen wir aufpassen, keine Geflack kriegen hier. Die haben mich ganz schön bumsen, die Weiber hier. Da oben ist ein Händler, gut, den ist mir egal. Wir haben Mais halt gefunden, dann ist gut. Jetzt müssen wir noch lernen, entsprechend anpflanzen zu können. Ne? Dann haben wir Fleisch und Mais. Und später werden wir noch was anderes dazu lernen. Das ist kein Händler.
anderes. Muss ich aufpassen. Soll es auch Mieden geben, also die Erfahrung haben wir gemacht, ne? Fast gestorben. Wieder mal. So, die Kiste bewegt sich nach rechts. Ach, da oben ist er. Gut, das ist gut. Ah, der hat schon mit dem schon Erfahrung gemacht. Mit dem Typen, der ist ganz schön. Donner Regen auf. Schaffen wir mal eine schöne Position. Was können wir jetzt entbehren? Messbecher habe ich jetzt genug. Ne, Knüppel. Ich möchte ganz entbehren. Das ist äußerst ärgerlich. Feder, Schraubenschlüssel. Trinkt man noch. Ach, den lassen wir heute mal leben, ne? Wir haben es nicht so nötig, sag mal so. Munition schon. Lieber einsetzen und ein paar Häuser aus dem Raum als einen einzelnen Zombie zu erschießen. Ne? Aufsteigen, Junge. Und ab nach Hause. Hier ist zu kalt. So, Lieber, das soll es für heute gewesen sein. Da war doch heute ganz schön lohnend, was wir gefunden haben. Dann seid mal tschüss und ich winke schon, ciao. Morgen geht's weiter. Tschüss und danke fürs Reinschauen.